يقتل ظمآنا حسينا بكربلا، أيقتل ظمآنا حسينا بكربلا، وفي كل عضو من أنامله بحر. بعد اش عندك يا ابن العرندس؟ قال ووالده الساقي على الحوض في غد، وفاطمة الماء الفرات لها مهر، يا زينب ذايبة من العطش تبدي. Wir befinden uns im Monat Muharram, dem Monat der Trauer und des Mordes an dem Enkelsohn des Propheten sallallahu alaihi wa alihi, welches bis heute an den Händen der Sunniten klebt. Auf der einen Seite hören wir das Weinen der Schiiten, welches das Echo des Propheten darstellt, indem er über seinen Enkelsohn schon Jahrzehnte vor seiner Ermordung jammerte. Und auf der anderen Seite sehen wir, wie die glücklichen sunnitischen Gesichter, dessen Gelächter zu dieser Zeit kaum zu überhören sind. Verfluchte Gelächter, die das Echo der verfluchten Kinder von Muawiya und Abu Sufyan darstellen, die ebenfalls lachten, als sie zu dieser Zeit den heiligen Kopf unseres Führers Sayyidul Shuhada alayhi salam enthaupteten. Man könnte schon meinen, dass es zwei Welten sind. Und dann gibt es ernsthaft noch Schiiten und Sunniten, die denken, dass eine Einheit zwischen diesen zwei Welten möglich ist. Niemals werden wir eine religiöse Einheit mit derjenigen Sekte bilden, die diesen Tag zum Tag der Freude und des Lachens gemacht hat, bei dem sie sich versprechen, dass wenn sie glücklich und festlich fasten, ihre Sünden verziehen werden. قسما بالله داح الأرض خلق السماوات وبما جاء به جبريل من وحي. Möge Allah dieses Fasten, welches zum jüdischen Anlass der Freude so verfluchen, wie er diejenigen verfluchte und nicht lange leben ließ, als sie den Todestag der Seele des Propheten feierten. Wir befinden uns in einer Zeit, wo schon so unser Blut kocht, wo wir schon sowieso mit Wut und Vergeltung für das Blut von Sayyid al-Shuhada alayhi salam gefüllt sind. Und dann kommt ein Sohn von Muawiya la'anahullah wie Abul Bid'a von der Seite und versucht uns zu erklären, dass diese Trauerzeremonien Erneuerungen sind und statt ausnahmsweise wie ein Mann zu dieser Zeit an dem Vorfall von Karbala seine unwissenden Zuhörer zu erinnern, verurteilt er die einzige Gruppierung dieser Umma, die am lautesten diejenigen verflucht, die an seiner Ermordung teilnahmen oder auch nur ein Tropfen Blut von ihm an ihren Händen kleben haben. Aber genauso wie euer Albtraum Muhtar al-Thaqafi radiyallahu anhu wa ardah eure Vorfahren nach dem Vorfall von Karbala jagte und zugrunde richtete, so jagen euch seine Söhne heute wieder und richten eure lügenden und mit Staub bedeckten Gesichter zugrunde. Zuallererst hören wir uns an, wie dieser verfluchte Nasabi den Tag von Ashura lobpreist und mit welchem verfluchten und erlogenen Hadith er diese Lobpreisungen und leeren Versprechungen der guten Taten erklärt. Und vor allen Dingen das Fasten am Tage von Ashura, ein sehr besonderer Tag, an dem es auch eine gewaltige Belohnung gibt, wenn man an diesem Tag fastet. Der nächste Montag, nicht heute, der kommende Montag, so sollst du an diesem Tag fasten. Und ich bitte dich im Namen Allahs, dass du an diesem Tag fastest. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, durch das Fasten am Tage von Ashura, der kommende Montag, hoffe ich bedeutet, es wird so sein, bi'idhnillahi ta'ala, dass Allah dadurch die Sünden des vergangenen Jahres auslöscht. Allahu Akbar. Die Sünden des vergangenen Jahres auslöscht. Angebot von Allah. Obwohl wir 365 Tage, Tag für Tag gesündigt haben, brauchen wir bei Allah nur einen Tag zu fasten, damit er uns die Sünden von den 365 Tagen vergibt. Allahu Akbar. Abul Bara, ist das unser Herr Allah? Das ist unser Herr. Das ist unser Herr. Hada Allahu Azza wa Jalla. Abul Bara, gibt es dazu eine Geschichte?
warum ist dieser Tag so besonders? In der Tat wurde der Tag von Ashura schon zuvor von den Juden gefastet. Am Tage von Ashura haben sie gefastet. Und das ist in einer Überlieferung deutlich, liebe Geschwister, bei Imam Muslim. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Stadt Al-Madina betrat, sah er, dass die Juden an diesem Tag, den Tag von Ashura, gefastet haben. فَقَالَ مَا هَذَا? Dann fragte er, was ist so besonders bedeutet an diesem Tag? قَالُوا, dann sagten sie, هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ. Das ist ein ganz besonderer, guter Tag. هَذَا يَوْمٌ نَجَّ اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلٍ مِنْ عَدُوِهِمْ. Das ist ein Tag, an dem Allah subhanahu wa ta'ala das Volk von Bani Israel von ihrem Feind, bedeutet Pharaon und seine Soldaten, errettet hat. فَصَامَهُ مُوسَى. So hat Musa diesen Tag genommen und ihn gefastet, alayhi salatu wassalam, weil das ein ganz besonderer Tag war. Allah hat sie errettet, dieses Volk von Bani Israel, von Pharaon und seinen Soldaten. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nachdem er gehört hat, dass die Juden an diesem Tag fasten, er sagte, فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. Er sagte, ich habe mehr Anrecht auf Musa als ihr Juden. So fastete er ihn, sallallahu alaihi wasallam, und befahl das Fasten an diesem Tag. Das ist die Geschichte dahinter. Wenn wir die Bücher dieser verfluchten Kinder von Muawiyah aufschlagen, so sehen wir, wie sie den Todestag von Imam al-Hussein alayhi salam zu einem Tag des Festes gemacht haben. Einige von ihnen gehen so weit und lobpreisen diesen inzestuösen Enkelsohn einer Prostituierten, die sich Hind nennt. Zufällig sind es genau diejenigen, die Yazid als einen Befehlshaber der Gläubigen ansehen, auch diejenigen, die den Schiiten vorwerfen, am Mord von Imam al-Hussein alayhi salam beteiligt zu sein. يقول عن يزيد أمير المؤمنين نعم يزيد أمير المؤمنين وإن رغمت أنفك ما كتبت الشعر في أروقة القصور طالب الأجور عندما تنفجر الدماء أو تثور. Ein Mörder eines auserwählten Gottes zu sein, ist eine verfluchte Handlung, welche nur von jemandem begangen werden kann, der entweder wie Umar ibn al-Khattab es liebte, mit Männern zu treiben, oder durch Hurerei und Inzest gezeugt wurde, was ja in dem Fall beides auf Umar zutrifft. Aber dazu die Heuchelei zu besitzen, diejenigen am Blut von Imam al-Hussein alayhi salam zu beschuldigen, die eure Väter Yazid und Muawiyah Tag und Nacht verfluchen, bestätigt nur die Worte des Imams, dass der Teufel bei eurer Geburt seinen Finger im Spiel hatte. Es war wirklich ein Fehler von euch Verfluchten, die trauernden Schiiten zu dieser Zeit zu nerven. Deswegen werden wir euren vom Judentum ummantelten Islam in diesem Video entlarven, ihr Kinder von Abdullah ibn Sabah zu seiner jüdischen Zeit. Wir schauen uns nochmal den Hadith an. Der sunnitische Prophet Sallam sieht, wie Juden an dem Tag fasten und fragt die Leute, was die Juden da machen. Statt dass der Prophet sein Wissen über diesen Tag von Allah erfährt, erfährt er es durch die Juden und so übernimmt er die Lüge, dass an diesem Tag die Muslime auch fasten sollen, weil Musa alayhi salam den Muslimen näher steht als sie. Und hier stellen sich erst einmal viele Fragen. Warum zur Hölle werft ihr den Schiiten vor, jüdische Sitten übernommen zu haben und verteufelt sie dafür, obwohl es eine Lüge ist, aber gleichzeitig habt ihr über euren imaginären Propheten die Lüge überliefert, dass er von den Juden diese Tradition übernahm. Dieses Abdullah Ibn Sabah, der Erfinder des Schiitentums Gelaber, haben wir bereits in etlichen Videos mit Füßen getreten. Während ihr an einen Propheten glaubt, der sich von den Juden inspirieren lässt, statt von Allahs direkten Offenbarungen. Einige Sunniten versuchen, diese Katastrophe zu retten, indem sie den Hadith von Aisha aufzeigen, wo sie sagte, dass der Prophet zu Zeiten der Jahiliya schon fastete. بالنسبة للصيام عاشوراء يسع صيام عاشوراء وهل قلد فيه النبي صلى الله عليه وسلم اليهود لا قطعا لا حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء وهو في مكة قبل الهجرة
كان يصوم عاشوراء صلى الله عليه وسلم. Warum diese Menschen Aisha für vertrauenswürdig halten, obwohl ihre Unvertrauenswürdigkeit im besten Buch verzeichnet wurde, bleibt natürlich ein Rätsel. Worüber die Sunniten auch gerne rätseln können, sind folgende Fragen. Wie kann der Prophet ohne göttlichen Anlass die Tradition der Jahiliyyah von Quraysh übernehmen und jahrelang wie sie fasten? Aisha nennt nicht einmal die Anlässe des Fastens und verknüpft den Propheten mit den angeblichen Traditionen der Unwissenden. Zweitens, wie kann der Hadith mit der Jahiliyyah stimmen, wenn doch der Prophet nicht wusste, was der Anlass war und die Juden nach dem Anlass fragte und plötzlich der Prophet diesen Tag für die Muslime als ein Fastentag machte, obwohl er vorher jahrelang schon fastete? Ob der sunnitische Prophet Sallam diese verfluchte Tradition von den Juden übernahm oder von der Zeit der Jahiliyyah? Beide schamlose Lügen entblößen das Sunnitentum als ein Abbild der angeblichen Juden und der angeblichen Heiden. Warum ich angeblich sage, ist, weil die Juden solch einen Fastentag nie hatten. Sollte es solch einen Fastentag gegeben haben, was heute nicht mehr praktiziert wird, dann müsste es dafür Belege geben, da dieser Tag im Vergleich zu den heutigen jüdischen Fastenanlässen viel schwerwiegender für die Juden wäre als ihre bekannten Fastenanlässe. Ein weiterer kaum ausgesprochener Widerspruch ist, Aisha sagt, dass der Prophet auf das Ashura-Fasten kam, als der Islam gekommen ist. In den Überlieferungen, die ebenfalls in Sahih Muslim erwähnt sind und die uns Abul Bara zeigte, heißt es, dass der Prophet auf das Ashura-Fasten verzichtete, als der Monat Ramadan kam. Und das ist ein weiterer Widerspruch, denn der Monat Ramadan kam später als der Islam. Der nächste Widerspruch ist, dass der Prophet befragt wurde, warum man Ashura fastet, wenn doch die Juden und Christen diesen Tag verehren. So soll der Prophet gesagt haben, dass er das nächste Jahr auch den Tag davor fastet, wenn er ihn miterlebt. Doch der Prophet ist davor schon gestorben. Woher kommen jetzt auf einmal die Christen in einem Hadith, wenn doch in dem anderen Hadith nur steht, dass der Prophet die Juden konfrontierte? Wie konnte der Prophet sich also auf das christliche und jüdische Kalender verlassen, wenn sie ihre Kalender anders berechnet haben als das islamische Mondkalender der Muslime? Seit wann benutzen die Muslime das Kalender anderer Religionen, um den islamischen Tag eines islamischen Monats zu berechnen? Diese unzähligen Widersprüche entblößen eure von den Kuffar entnommenen Erneuerungen. Aber der Dank gebührt Allah, dass er diese Tatsache ebenfalls aus den Mündern sunnitischer Gelehrten legte. Denn es gibt noch schlimmere Ahadith als diese. So zitiert der große Gelehrte Al-Albani in seinem Buch Tamamul Minna, auf Deutsch die Vervollkommnung der Gunst, auf Seite 410 einen Hadith, der unter dem Titel Al-Tawsu'a Yawm Ashura, also auf Deutsch die Beschenkung an Yawm Ashura, bekannt ist. Es wird lügnerisch über den Propheten überliefert, dass er sagte, wer sich selbst und seine Familie am Tage von Ashura beschenkt, so beschenkt Allah ihn für den Rest seines Jahres. Al-Albani kommentiert dann den Hadith und fechtet diesen Hadith an und erklärt, dass eine Reihe an Gelehrten die Überlieferer dieser Überlieferung geschwächt und des Lügens bezichtigten. Der wichtigste Teil ist hier jedoch die Erklärung von Al-Albani, wie und warum solche ekelhaften Berichte erfunden wurden. So schreibt er zwei Seiten später, nachdem er den Hadith schwächt, und es ist wahrscheinlich, dass diese Berichte von den Feinden von Al-Husayn Alayhissalam stammen, die die Berichte über den Vorzug des Essens und des Schmückens und anderem erfunden haben, um im Gegenpol der Schiiten, die den Tag zum Tag der Trauer über Al-Hussein machten, zu stehen, weil er an diesem Tag getötet wurde. Und deswegen entschied Ibn Taymiyyah la'anahullah, dass dieser Hadith eine Lüge ist, und er erwähnte, dass Ahmed darüber befragt wurde und er nichts darin sah. Und er untermauerte dieses damit, dass einer von den Salaf die Beschenkung am Tage von Ashura nicht für empfohlen ansah und er nichts von solchen Berichten sah zu der Epoche der Vorzüglichen. Und es wurde über Al-Mannawi, über Al-Majd Al-Lughawi übertragen, dass er sagte, es wurde nichts zum Vorzug des Fastens, des Gebets, der Ausgaben, des Schminkens, des Einölens und des Schmückens am Tage von Ashura überliefert. Es ist eine Erneuerung, die von den Mördern von Al-Hussein erfunden wurde.
Und das ist die Bid'ah, über die Allah subhanahu wa ta'ala im Koran in Surat Ash-Shura in der 21. Ayah sagte: Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah. Haben sie etwa Teilhaber, die ihnen das erlauben, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht erlaubt hat, wofür Allah subhanahu wa ta'ala keine Berechtigung gegeben hat? Wer sollte da sein, außer Allah Azza wa Jal, dass er Dinge erlaubt? Diese Leute haben das zum Gegenstand gemacht. شبلها نار المحن بغيابه شبلها يا